So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wieder zurück auf meinem Kanal SABD bei 78. Wir machen heute, sind auf dem Multiplayer übrigens, machen eine Aufnahme. Wir fahren von Oslo nach Bergen. Wir haben die Yacht Queen, Geld kriegen wir nicht viel, sind 38.557 Euro. Ist aber nicht so dramatisch. Wir haben vor, wir nehmen eben kurz die Weltkarte. Wir starten hier. Hier dieses hier markiert habe, weil normalerweise fährt man hier so rum, haben wir bis jetzt noch nicht gelb, fahren dann so rum nach Bergen rein, gehen die Yacht ab und fahren dann im Prinzip in eine andere Fracht, Yacht, runter nach Stavanger und dann hätten wir diesen Bereich komplett gelb und abgeschlossen. Dieses ist eine Aufnahme, Stream folgt dann später. Wollen wir mal fahren und gucken. Los. So. Ja, eng, aber wir schaffen es. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. User joined your channel. Biege nach rechts ab. So, liebe Zuschauer, in unsere Aufnahme ist auch der Enno reingekommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Ist ja schon wieder fleißig. Ja, ja, ich nehme gerade auf. Nimm diese gerade eine Aufnahme, wo ich jetzt von Oslo nach Bergen fahre. Nach rechts ab. Und danach gucken wir mal. Danach gehen wir auf jeden Fall online. Und nochmal gucken, wo wir was dann machen. Oh. Ich trinke auch mal schöne Kaffee. Ja, das mache ich alles gerade nebenbei. Wie immer. Ohne Kaffee, übrigens wie Zuschauer, ohne Kaffee und ohne Zigaretten. Das ist wie 5 Jahre kein Sex mit einer Frau. Ja, das ist dann so, als wenn du Rentner wärst, ne? Bis im Altersheim kriegst du keinen Sex mehr, gar nichts mehr. Das ist Schicht, Ende, aus, vorbei. Das ist stimmt. Wenn man nicht das kriegt, was man will. Bestimmt. Immer geradeaus. Ja. Machst du 20 Minuten Clips oder was? Nee, ich mache eine direkte Aufnahme. Die Tour wird jetzt, ist jetzt direkte Aufnahme. Und dann werde ich noch eine Aufnahme machen, die ist dann von Oslo nach Stavanger. Aha. Weil da ist ja auch noch so eine Ecke, die ich noch nicht gefahren bin, so die Nebenstraßen. Und dann werden wir einen Livestream machen. Okay. Ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, wie gesagt, muss man sehen, wie du kannst. Da hältst du mich mal auf WhatsApp so ein bisschen auf dem Laufenden. Mhm. Bei mir ist jetzt erstmal geplant, dass ich
Wenn ich Kaffee getrunken habe in Ruhe, werde ich dann erst einmal das Haus verlassen. Okay. Naja, ich weiß ja. Ich muss ja ins Krankenhaus meinem Vater die Wäsche bringen. Mhm. Und ich denke, das wird dann ungefähr bis eine Stunde dauern ungefähr. Nimm diese Ausfahrt. Ja, dass ich dann so ungefähr weiß, wann Gesprächszeit ist, sag ich mal. Ich finde jetzt kein anderes Wort dafür. Ja, also lass die Aufnahme jetzt gehen. Ich fahre jetzt noch 458 Kilometer. Sagen wir mal 30 Minuten die Aufnahme, 30 Minuten die andere Aufnahme. Das passt dann schon. Ja. Ja gut. 30 Kilometer, das ist jetzt ungefähr, ja, nicht länger als eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr. Ja, das passt noch. Ja, die Zeit hab ich noch. Biege nach links ab. Gut, ich fahre jetzt die Nebenstraße natürlich, aber also das ist ja kein langer Ding mehr. Nee, ne, die sind ja schnell runtergefahren. Das ist ja keine 90. Nee, ich fand das einfach auch mal einfach jetzt auch schön für die Zuschauer. Es ist jetzt mal komplett was anderes, 7:01 mit Aufnahme, also es ist ja mal komplett was anderes. Weil das sieht man ja oder hat man ja bis jetzt meinen Kanal auch noch nicht so gesehen. Und viele wissen ja auch, ich lasse mir ja zwischendurch immer wieder was Neues einfallen. Jo. Ja, nee, ich denke, dass ich spätestens in einer Stunde losmachen werde. Ja, bis dahin. Bis dahin ist die Aufnahme beendet und dann können wir ihm kurz quatschen. Jo. Da müssen wir eben kurz den Zuschauern eben auch sagen, nicht, dass jetzt wieder irgendeiner oder sich jetzt irgendwelcher Namen erwähne, was missverstehe. Nein, wir tun danach nicht lästern. Es sind nun mal viele Sachen, bin ich auch ganz ehrlich, die haben weder was in die Aufnahme zu suchen, noch im Livestream zu suchen, weil es viele Sachen auch private Sachen sind, die man auch in einem Vertrauen erzählt und die gehören da einfach nicht rein. Das hat nichts damit zu tun, oh, jetzt guck mal, jetzt fangen wir erst an gleich zu lästern oder sonstiges. Wir kennen ja unsere... manche Zuschauer, das ist ja leider immer so, manche denken ja immer sofort dann auch, man fängt an zu lästern. Nein. Weil ich muss auch nicht alles veröffentlichen, ich werde auch nicht alles veröffentlichen. Wenn ich das alles machen würde, dann ja, könnte ich eigentlich auch zu der Bild-Zeitung. Das stimmt. Jetzt weiß ich aber auch wieder, welche Strecke das war. Das ist die Strecke oben, wenn du nach Bergen fährst. Weil jetzt komme ich gerade nicht drauf. Die Landstraße am Wasser? Ja, oben, wenn du an Schwen bist von Oslo. Ich glaube, das ist Schwen und dann fährst du da hoch Bergen. Ich glaube, das ist Schwen. Nee, das ist nicht Schwen. Das ist. Ah, ich weiß schon, wo du meinst.
Wo oben der ganze Schnee und so ist. Und da gibt es doch die Seitenstraßen, die sind doch so schön kurvig. Aber stimmt, jetzt wo du sagst, da fährst du doch, da fährst du am Wasser entlang. Richtig. Wasser, Berge, Wälder. Richtig. Ja, das sagt mir was, ja. Die sind wir, diese Strecke sind wir auch schon mal gefahren in der Promod. Ja. Wo wir dann immer so schön weggeschlendert sind. Ja. Ich weiß sogar noch, die ich weiß gar nicht mehr, welche Strecke das war. Ich glaube, da komme ich nachher hin. Wo ich sagte, oh, jetzt ist es aber glatt und zack, war ich unten. Da war vorbei. Da sind wir, glaube ich, auch noch ohne Auflieger gefahren, ne? Die eine kurze Strecke. Ja. Und übrigens, ich bin mit Christian die eine Strecke gefahren. Von Kikennis. Ich weiß gar nicht, wo wir da hingefahren sind. Müsste man nochmal gucken. Das ist die Aufnahme, die jetzt rausgekommen ist heute. Okay. Ja, genau. Die ist heute rausgekommen, die Aufnahme. Wo du auch so weggeschlendert bist. Weißt du, die so huckelig ist, diese Sandstraße da. Ja. Also die ist nicht ganz ohne, ne? Also mit ohne Anhänger kannst du teilweise da keine 110 fahren, ne? Einmal falsch bremsen, rutscht ja so mit dem Arsch weg, das ist ja Wahnsinn. Da kannst du dich vorstellen, wie es vor ein paar Tagen bei mir war. Die komische Sandstraße da gefahren bin. Ja, wenn du nur ruckeln, wenn du da so am ruckeln bist und du rutscht weg, klar. Da hast du keine Chance. Nee. Jedenfalls nicht mit 110, da kannst du echt teilweise nur 40 oder so fahren. Immer geradeaus. Was wir aber machen könnten, wäre Enno. Ich weiß gar nicht, ob du das Geld schon dafür hast. Das müssten wir dann mal gucken, wenn du heute ein bisschen Luft hast. Aber nur, wenn du ein bisschen Luft hast. Ne? Weiter brauchen wir nicht drauf eingehen. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Dass wir die Lackierung machen und dass wir uns nochmal daneben irgendwie hinstellen mit Anhänger. Ich würde gerne mich einen neuen Cover fertig machen. Aha. Für die Logistik mit der neuen Lackierung. Aha. Da muss ich aber den Zuschauern jetzt wieder sagen, manche wissen jetzt wieder nicht, was ich mit Cover meine. Bei manchen Sachen heißt es Cover, wie zum Beispiel auf einer CD oder so heißt es ja Cover. Bei YouTube heißt es ja Template, Template, irgendwie sowas. Oh, das ist jetzt interessant. Ah, ich sehe gerade, vor 3 Stunden ist was rausgekommen. Ja. Kennst Teil 2 raus. Genau. Der Teil ist heute mal rausgekommen. Weil auch da muss man den Zuschauern sagen, ich habe ja sonst immer jeden Tag gemacht. Werde ich erstmal zur Zeit nicht machen. Ich schaffe es auch beruflich nicht. Ich muss ja auch immer wieder von Montags bis Mittwochs arbeiten. Mit den ganzen Aufnahmen, das packe ich einfach nicht. Das wird mir auch zu stressig, muss man dazu sagen, weil man darf einzig vergessen, ich verdiene definitiv hier kein Geld mit. Das ist hier wirklich reiner Hobby, rein aus Spaß hier, was ich mache und nicht wegen des Geldes. Da müsste ich, glaube ich, 3 Millionen kann Kaffee saufen und weiß ich was alle, um wirklich dann hier zu machen. Deswegen werde ich nur alle 2 Tage ein Video hochladen. Es sind ja auch noch Aufnahmen gemacht worden gestern von Nürnberg, Duisburg, nach Calais zum Beispiel, nach Frankreich sind Aufnahmen gemacht, da haben wir alles auch gemacht.
Aber da muss ich sagen, boah, habe ich 3 Versuche gebraucht, bis wir dann endlich mal am Ziel angekommen sind. Also die ersten 2 Versuche waren sehr, sehr, sehr interessant. Die kann ich nur jedem empfehlen, wirklich jedem empfehlen. Das ist, für Zuschauer jetzt nicht wissen, welche Aufnahmen ich meine, das ist die Aufnahme vom, jetzt lass mich überlegen, 7.12.2020. Und den 9.12.2020 und den 3. Versuch haben wir geschafft und wird veröffentlicht am 11.12.2020. Da werden diese 3 Teile veröffentlicht. Ah nee, sorry, das sind 4 Teile. Ich habe den ersten Teil vergessen. Wann kommt der erste Teil raus? Ach, der erste Teil kommt am 6. raus. Ich glaube, ich habe jetzt die ganzen Aufnahmen durcheinander geschmissen. Egal, jedenfalls in diesem Zeitraum kann man sich diese Sachen angucken. Oder ich habe irgendeine Aufnahme vergessen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf auch nicht. Obwohl ich das erst gerade vor 5 Minuten fertig gemacht habe. Ja. Ach, so ist es eben. Ja gut, wir sind ja auch nicht mal die Jungs. Ja. Ne? So, ich muss mich mal kurz muten. Ja. Verkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Zuschauer, wir haben jetzt noch zu fahren 106 Kilometer und dann sind wir an den Zielort Bergen angekommen. Oh, hier ist es wirklich. Oh, können wir da? Ey, wir können da so durch. Und dann zwei.
immer geradeaus. Wir sind fertig. So, liebe Zuschauer und Zuschauer, das war's mit der Aufnahme. Wir sind in Bergen angekommen. Wie gesagt, nächste Aufnahme ist von Bergen nach Stemmen und nach Angst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich wieder riesig freuen, wenn ihr mir Däumchen da lassen würdet, wenn das euch ein bisschen gefallen hat. Schaut in den anderen Videos rein, wo wir auch viel gemacht haben. Bis dahin, macht's gut. Wir hören uns.